Okay, jetzt bin ich wieder da. Der Grund, warum ich mich so lange nicht gemeldet habe, war ganz einfach. Ich habe noch eine Ausbildung gemacht und eine Firma gegründet. So. Als erstes möchte ich mal sagen, danke an alle die, die noch da sind. Ich mache es ja nicht wegen der Abozahlen oder wegen des Klicks. Ihr wisst ja, ich bin werbefrei. Mir macht das hier einfach nur Spaß. Warum ich weg war, ganz kurz gesagt, ich habe eine Ausbildung gemacht. Eine Ausbildung zum staatlich zertifizierten Waldpädagogen. Ich habe jetzt kurz gehadert, weil ich nicht wusste, ob ich die offizielle Bezeichnung hier so sagen soll, weil das klingt immer so nach Oberlehrer. Ist es aber nicht. Als Waldpädagoge ist man ergänzend tätig im Rahmen des Lehrplanes. Gibt es den Sachkundeunterricht in der 4. Klasse und in der 6. Klasse und dort sind Exkursionen im Lehrplan verankert, wo es um spannende Fragen geht, wie zum Beispiel die verschiedenen Schichten des Waldes, wo es um Nahrungskreisläufe geht, um Nahrungsketten, die im Wald existieren, wo es darum geht, die Natur selbst mit allen Sinnen zu erfahren. Riechen, hören, sehen, spüren. Und ja, es gibt hier draußen so viel zu entdecken, ne? Und so viele spannende Fragen, auf die man Antworten suchen kann. Denn wie stabil ist ein Grashalm? Wie viele Grüntöne gibt es denn im Umkreis von 2 Metern? Wie viele verschiedene Blattformen haben wir denn hier in diesem Wald? Was ist das für ein Käfer, der jetzt gerade an diesem Halm nach oben krabbelt? Und so verschiedene andere Dinge auch. Also es geht wieder darum, Menschen mit der Natur in Kontakt zu bekommen, sie zu begeistern. Und das ist auch aus meiner Sicht dringend notwendig, denn alles das, was man zum Leben braucht, kann man sich in den Läden kaufen bzw. bestellen online. Ja, aber selbst rauszugehen, das ist eine Erfahrung, die muss man einfach selbst gemacht haben. Und wenn ich einfach davon ausgehe, dass der Mensch nach neuesten Erkenntnissen jetzt schon 300.000 Jahre diesen Planeten bevölkert, dann muss ich sagen, hat er ja die größte Zeit von diesen 300.000 Jahren ja in der Natur gelebt. Denn dass wir in Städten wohnen, wo es die Nahrung oder all das, was wir zum Leben brauchen, zu kaufen gibt, das ist ja noch gar nicht so lange her. Das ging ja erst mit der Industrialisierung los. Vorher haben die Menschen ja selbst noch viel in der Natur, obwohl sie in den Städten gewohnt haben, viel in der Natur zum Leben gesammelt, gejagt, was auch immer. Ne? Aber mit der zunehmenden Industrialisierung war das ja alles dann nicht mehr notwendig, weil die Menschen von anderen Menschen in den Städten versorgt wurden. Der Grund für diese Ausbildung war, dass ich all den Menschen helfen möchte, die so wie ich vor 1,5, 2 Jahren so kurz vorm Burnout sind, aber deswegen nicht zum Arzt gehen und sich auch nicht in therapeutische Behandlung begeben. Also bei mir war es eben damals so, dass ich sagte, was soll ich jetzt beim Arzt, der verschreibt mir Tabletten. Tabletten möchte ich nicht nehmen. Und was soll ich jetzt zum Therapeuten hingehen? Ich bin doch nicht verrückt. So Vorurteile, klar. Ne? Aber das habe ich nicht getan und deswegen habe ich nach Alternativen gesucht, wie es für mich weitergehen kann, wie ich wieder Spaß am Leben und an vielen Dingen haben kann. Ja, und da war es die Natur. Und in Japan selbst ist man ja schon lange darauf gekommen, dass die Natur richtig gut ist, dass es sich im Wald oder beim Wald mehr als nur um einen Holzlieferanten handelt oder wo man Pilze sammeln kann, sondern das wird noch viel komplexere Dinge passieren. Und in Japan ist das unter dem Begriff Shinrin-yoku, also Waldbaden, wissenschaftlich bewiesen worden.
dass der Aufenthalt im Wald dem Menschen gut tut. Ja. Und darauf aufbauend und auf meine Ausbildung, die ich gemacht habe, bin ich also seit einiger Zeit dort mit genau diesen Menschen unterwegs. Und es macht mir wahnsinnig viel Freude. Das war die Motivation für mich, diese Ausbildung zu machen. Und ja, jetzt helfe ich diesen Menschen, die genau an der Stelle sind, an der ich selbst damals war. Das kann ich euch aber nicht zeigen. Aber ich darf euch sagen, es macht mich wahnsinnig glücklich, wenn ich sehe, dass die Menschen wieder lachen können, dass sie ausgeglichen sind, dass sie wieder ja, Spaß am Leben finden. Ja, das macht mich wahnsinnig glücklich und eigentlich möchte ich nichts anderes mehr machen. Wenn ich sehe, wie ein Lächeln auf diese Gesichter wieder zurückkommt, die am Anfang, wenn sie zu mir kommen oder am Beginn der Veranstaltung noch richtig verbittert gucken und wenig Spaß haben und wie die dann im Laufe einer Veranstaltung eines Tages oder eines halben Tages dort wieder beginnen zu lächeln. Das ist schon ein erhebendes Gefühl. Wirklich. Natürlich kann ich euch das nicht zeigen, dass das so ist, weil, das ist klar, Respekt vor dem anderen und auch der Anstand dessen verbieten es mir, dort eine Kamera mitzuführen. Ja, die Menschen, die zu mir kommen, die erwarten ja von mir eine Hilfestellung. Und das zeigt man nicht im Netz. Das war eigentlich schon viel zu viel gelabert jetzt, so viel wollte ich gar nicht sagen. Also nur so viel, ich bin wieder da und werde mit diesem Kanal auch nicht umziehen. Das heißt, dieser Kanal bleibt bestehen. Selbstverständlich gibt es einen anderen Kanal in Ergänzung zum Blog und der Webseite meiner Firma. Aber das hat hier mit dem, was ich hier auf diesem Kanal mache, also Bushcraft im näheren und weiteren Sinne ja überhaupt nichts zu tun, weil es in dem anderen dann um Natur, Naturerfahrung geht und um spannende Fragen, wie eben, wie stark ist zum Beispiel ein Grashalm. Ja, also auf diesem Kanal geht es dann weiter. Ich werde ab und zu wieder mein Video hochladen und ich werde von diesem Kanal aus auch eure Videos ansehen und kommentieren. So, jetzt ist aber endgültig Schluss. Also wie gesagt, vielen Dank fürs Durchhalten bis hierhin. Vielen Dank an all die Abonnenten, die mir treu geblieben sind. Und herzlich willkommen all den Neuen. Jo, und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.